Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von der Sturm Graz Karriere. Ja, viele Verletzte und wir müssen uns da was einfallen lassen. Das schaut aktuell einfach nicht gut aus, was die Verletztenliste betrifft. Lazaro verletzt, Sali verletzt, Tobras verletzt, Mulder verletzt, aber Schmerböck, den jungen Schmerböck geben wir auch mal eine Chance. Deshalb bekommt Jakobo eine Pause und Marc Reiter darf da wieder neben Madl auftreten. Aktuell haben wir eine gute Verteidigung. Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß beim Zuschauen. Ja, und Entrup sollten wir auch mal mitnehmen. Endlich mal. Statt wen nehmen wir denn mit? Ja, wir verjüngern einfach mal die Mannschaft. Damit bin ich zufrieden. Jung für alt und Ersatzspieler, die alle unter 21 sind, glaube ich. So. Und Sturm Graz mit 13 Punkte Vorsprung auf den WRC, obwohl Salzburg hier noch ein Spiel ausstehend hat und die Austria aktuell auf Platz 6 mit selber 13 Punkten gerade. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir rein in die Partie. Ich hoffe, ihr drückt mir hier wieder die Daumen. Und in Graz ist ja ein rotes Dress einfach ein No-Go. Deshalb wählen wir das aus. Vielleicht spielen wir dann am stärksten, denn Rot ist out in Graz. Was? Versuchen wir es mal ohne Pfeil. Hallo, läufst du mal an? Ja, das hilft alles nichts. So. Ein kleines Hassduell wieder. Wiener Clubs sind ja nicht sehr willkommen. Und der schaut mal richtig unsympathisch rein. Der will 3 Punkte mitnehmen. Und der Nationaltorhüter von Österreich steht bei denen auch im Tor, Robert Almer. Und damit können wir natürlich nicht viel anfangen. Deshalb starten wir in eine heiße Partie mit Konter und Pressing gleich. Draufgehen, meine Herrschaften. Stronati, Windbichler. Die Austria ist motiviert bis auf die Nagelspitzen. Wow. Ring, wer ist denn das? Den können wir nachher anschauen, warum der eigentlich hier rausgespielt hat. Verstehe ich jetzt auch nicht. Und da läuft auch thesorientiert man an da. Deshalb geht der Ball hier durch. Horvath mit der ersten Möglichkeit vielleicht. Oh. Okay. So. Es wäre die erste Möglichkeit geworden. Und die Austria stellt sich auch, wie schon in der schottischen Liga, hinten rein. Statt nach vorne. Dafür stehe ich für meinen Namen, will ich nicht sagen. Wow. Und die erste Chance gehört eindeutig der Austria. Wahnsinn. Und Ring. Mit dem Eckball irgendwo hin. Und das leitet für uns jetzt mal den Konter ein. Oh, oder auch nicht. Schade. Da stoppt unsere Konterträume die Austria einfach mal ab. Da, wir kommen nicht vorbei. Cross. Cross, cross. Wer ist denn das hier? Marcinko spielt sich hier mit dem Ball. Ja, die versuchen hier enger zu stehen. Ja, da kommst du selber nicht vorbei, mein Freund. Und deshalb Allah jetzt. Schmierböck, den muss er weiterleiten, schafft aber nicht. Schade. Das wäre eine gute Situation für eine starke Torleistung. Wir haben 30 Punkte. Da wird die Punkteanzahl links oben angezeigt. So. Und es gibt Einwurf für uns. Sehr gut. Oh, aufpassen. Michi Madl. Gut abgeleitet. Horvath.
Und der steht schon wieder auf alleiner weiter Flur. Husbeck, Husbeck. Kommt er vorbei? Nein. Und da hinten wurde jemand gerempelt, habe ich gesehen. Ring wieder. Den können wir ja gleich attackieren. Ring. Ring. Husbeck. Und Husbeck mit seiner Schnelligkeit ist wieder auf und davon. Husbeck. Allah. Und da steht er plötzlich. Aber Husbeck kann das nicht lösen und Alma ist da zuvor dran. Schade. Windbichler. Auf Lucas Venuto, der ist ziemlich schnell unterwegs. Eine Maschine auf der rechten Seite der Austria. Achtung. Da passiert aber nicht viel. Achtung, jetzt wieder. Oh. Das hat gefährlich ausgeschaut, die Situation. Noch einmal böser geht's nicht. Jetzt Marc-André Schmerböck. Er wird hier gestoppt mit einem unsanften Foul von Rotbuller. Das geht mal gar nicht. Aha, was führt hier auf? Also die Austria macht komische Dinge. Pires, Ring wieder. Ring. Ring. Raus damit. Kannst du den Pass noch geben? Nein. Ah, doch. Husbeck. Husbeck. Geht jetzt mal über die Mitte hinein. Sieht da. Schmerböck mit einem guten Schuss. Schmerböck. Ein wahnsinnig starker Schuss. War es jetzt nicht, aber gefährlich aufs Tor getragen. Aber Robert Almer war da zur Stelle. Okay, dann bringen wir kurz. Schmerböck. Ah, wieder nix. Oh, die Austria im Vorwärtsmarsch. Ah, spielen wir zurück. Lösen wir die Traube hier auf. Walter Binder soll ja auch was zu tun bekommen. Walter Binder. Was macht er jetzt, Walter Binder? Oh, Ballverlust. Geh hinein in dein Tor, junger Mann. Madl, stark gelöst die Situation. Einfach mal die Ruhe weg. Der Michi Madl, Gurkerl, kriegt er den Ball noch? Horvat. Jetzt rein damit. Und ja, schauen wir mal kurz, ob wir da irgendjemanden schon wechseln können. Mir kommt da einer ziemlich langsam vor, aber das täuscht. Horvat, Hierländer. Nein, da war gar nichts. Gar nichts. Mir ist vorgekommen, dass Schmerböck sich hier verletzt hat. Deswegen war ich ein bisschen verwirrt. Kann natürlich passieren. So, Ring. The ring is on the fire. Gut gelöst. Oh, schade. Und Wahnsinnstart von Binder. Grandiose Reaktion. Husbeck geht mal nach vorne. Sieht schon, dass hier eine Kontermöglichkeit zum Einleiten wäre. Husbeck. Oh, gut gemacht. Noch immer Husbeck. Aber wartet hier mit dem Abspiel. Der läuft wie ein Verwirrter. Der steht nicht im Abseits. Deni Allah. Oder doch? Ja, das war ziemlich schade. Gut gelöst wieder. Hierländer. Hierländer muss hier abdrehen. Lovric und da ist Marc-André Schmerböck, aber Lucas Venuto hilft hinten auch aus. Klasse Verteidiger.
Und ein schöner Kopfball, aber Robert Almer ist heute ziemlich stark drauf. Ah, da wird einer umgerannt und der Konter von der Austria ist vom Schiedsrichter abgepfiffen worden, denn der hat zur Halbzeit abgepfiffen, zur Halbzeitpause abgepfiffen. Und eine Überraschung gibt es ja auch, die SV Ried führt gegen Red Bull Salzburg 1:0 zur Halbzeit und in Mattersburg tut sich Wien schwer, also die Rapidler. Oh, es gibt einen Wechsel. Jonathan Ring hat hier sein Mögliches getan, wird aber vom Trainer hinuntergenommen und damit gibt es einen neuen Spieler, Salomon. Koch. Ah, Peter. Auch Peter, jetzt ein Fehlpass von Koch. Ungewohnt. Was ist da los? Die Austria hält sich mit dem Ballbesitz nicht zurück. Gut gemacht. Was ist denn hier los? Lucas Venuto, kein Problem. Kombinationen folgen zurück. Lovric. Sandy Lovric. Aber es läuft sich überhaupt kein Mensch frei. Doch, jetzt mal. Husbeck. Husbeck. Ah, das gibt's gar nicht. So, dann probieren wir mal mit lange Bälle und mehr Pressing. Okay, jetzt versuchen sie es mit Ballbesitz, unsere Pressing-Sache zu dämpfen. Ach, kommt schon, Jungs. Das gibt's ja gar nicht. Achtung. Wow. Wollte gerade sagen, Wahnsinnspass, aber der geht nicht hinein. Super. Horvath, Horvath, Horvath. Müsste mal den Ball abgeben, Lovric. Ach, komm schon. Das gibt's ja nicht. Und da ergibt sich eine Möglichkeit. Hierländer mit einem wunderschönen Treffer. Gut freigespielt. Und der geht einfach zu Knie vor den Fans. Stefan Hierländer mit der Führung in der 58. Minute. Und das ärgert natürlich Robert Almer. Die Fans feiern hier und es gibt Hierländer Sprechchöre, falls man das hören könnte. Hierländer ist on fire. Sehr best. Die Austria jetzt trotzdem mehr im Ballbesitz und Bässe funktionieren hier auch ganz gut. Aber jetzt probieren wir mal ein bisschen mehr den Ball zu halten gegen die Austria. Schmierböck. Gut freigelaufen. Lykoganis. Lykoganis. Der wird kaum attackiert. Wow, lässt einen stehen. Da ist die nächste Chance. Deni Ala, der schießt irgendwo hin. Hat eine kleine Torflaute. Ja, geht knapp am Kreuzeck vorbei. Und es gibt Freistoß für Sturm. Lovric. Horvath. Wieder Lovric. Ah, der verliert den Ball. Das ist sehr schade. Wir bestrafen natürlich nicht jedes Mal einen Spieler, so wie die Austria, und holen ihn in der Halbzeit runter. Das kommt selten vor. Und Sturm spielt. Sturm spielt richtig gut. Jetzt haben sie das Spiel gefunden. Schmerböck. Oh, die Lücke. Wo passt du denn hin, junger Mann? Schade. Blutsch. Lykoganis.
alle sind aktuell ein bisschen müde. Findet hier eine Anspielstation jemand? Nein, ich nicht. So, Horvath dreht wieder ab. Ala. Oh, gut gemacht, Schmerböck. Schmerböck muss hier abdrehen wieder. Und jetzt Horvath mit dem schönen Schuss. Aber der geht auch daneben und ich glaube, jetzt wird es Zeit für einen Wechsel. Probieren wir mal mit auf der linken Seite Entrop. Im Sturm mit Van den Bosch und Schmidt. Verstärkt man den Sturm und geben den Ex-Rapidler Entrop die Chance. Guter Schuss. Geht aber wahnsinns knapp vorbei. Horvaths Schuss. Wow. Alexander Frank kommt hier für Felipe Perez. Der bekommt Einsatzminuten und wir haben auch gut gewechselt. Da gibt es noch einen Wechsel bei Sturm jetzt. Ich dachte, die Wechsel sind schon vorbei. Timo Schmidt kommt. Maximilian Entrop. Und die Schmerböckerl, Husbeckerl und Alari, wie sie alle heißen, kommen runter. Ah, so redet man natürlich nicht. Und gibt es anscheinend nur Kurzpassanweisungen bei der Austria. Jetzt lassen wir es einmal kommen. Aber nicht allzu weit. Lovric. Nächster Fehler, Sandy Lovric. Ui. Da geht man auf richtigen Körpereinsatz. Da hat Van den Bosch die Möglichkeit, wartet bis Entrop frei ist. Entrop, 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 wow, Entrop. Und kurvt hier alles, was geht. Und der nächste Schuss. Der hat hier gerade 5 Austrianer beschäftigt, kommt mir vor. Ah, der geht mit auf Goal. Ich weiß nicht, warum hier Entrop da nach vorne kommt, aber die Übersicht hat er leider noch nicht. Koch hat hier einen Konter von der Austria abgefangen. Lyko Ganis. Ah, schade. Achtung. Jetzt macht die Austria mehr Druck. Lyko Ganis wieder. Der ist plötzlich ganz weit vorne. Lyko Ganis will ein Tor erzielen, kommt mir vor. Lyko Ganis. Und da kann wieder einer klären. Sehr best, Takan sehr best. Achtung, jetzt hält die Austria wieder ziemlich lange den Ball. Gut gefangen, abgefangen von Lovric. Horvath. Da ist Entrop. Sieht hier Van den Bosch. Van den Bosch macht das nicht so gut wie Entrop. Und Hierländer und Co. hinten sind ziemlich K.O. Gut gemacht, das hat Koch wieder gut gesehen. Sollten wir uns ein bisschen zurückziehen und die Austria kommen lassen. Koch, Koch, stark, Koch. Ja, Schmidt, schade, Schmidt, ja, schade. Ist noch nicht in Erscheinung getreten, aber das kann ja alles noch werden. Jetzt Vorsicht, Vorsicht, da kommt ein Riesenfehler in der Abwehr. Lyko Ganis schießt ja fast ein Eigentor, um Gottes Willen. Das hätte jetzt ins Auge gehen können. Der hat den Ball nicht unter Kontrolle gehabt. Lyko Ganis. Und da ist der Schlusspfiff. Ja, wenn das ins Auge gegangen wäre, der freut sich jetzt riesig, dass er den Ball noch von der Linie drückt. Das war ziemlich knapp. Und Entrop hat gezeigt, dass er stark drauf ist. So, oh, 1:3 und Red Bull Salzburg verliert gegen Ried 2:1. Wow. In diesem Sinne, danke an Ried und wir sind 16 Punkte vorne. Könnten wir schon Herbstmeister werden? Und kompletter Meister, wenn wir nach 20 Runden 60 Punkte haben und die anderen... Nein, das ist theoretisch unmöglich, glaube ich. Die müssten richtig abkacken, die anderen. Noch 9 Unentschieden spielen, 26 Punkte, rechnen wir mal nach. Sind 35 Punkte Vorsprung.
So, Moritz Schuster. Ja, ein Ersatzgoal ist immer wichtig. Der wird aber noch so zu seinen Einsatzchancen kommen. Wow, Beweglichkeit, nicht schlecht. Oh, 73er Stärke. So. Was ist das hier? Alles klar. Also ein internationales Testspiel, das können wir simulieren und überspringen. Problem selbst beheben und Änderung speichern. Nein. Aha, rote Karte im Länderspiel. Nicht einsetzbar, ein Spiel automatisch ersetzen. Finnland gegen Schottland. Wow. Wer spielt denn da alles mit? Wallace von Glasgow Rangers, von meiner Glasgow Rangers-Karriere. Wow. 2 zu 1 haben wir gewonnen und da können wir auch wieder ein bisschen trainieren. Sperre abgelaufen, das wollte ich eigentlich nicht. Er will sein Gehalt erhöhen. Derzeit ist mir das aber relativ noch egal. Patrick Schmidt, Timo Schmidt, ich weiß nicht, warum ich immer Patrick Schmidt sage, entwickelt sich auch prächtig, könnte der absolute Superstar werden und Torwartstellung. Er hat eine gute Entwicklung. Madl zeigt sich. Das simulieren wir auch gegen Rumänien. Da bin ich gespannt, was danach kommt. Und vor allem, wie viel wir an Champions League Geld bekommen. Oh, gegen Rumänien verlieren wir. Okay, wir könnten Rapid komplett enttäuschen und richtig abstürzen lassen. Und der nächste Spieler ist verletzt. Was ist denn da los? Monatliches Scouting-Update gibt es auch. Bruder von, Van den Bosch wahrscheinlich. Haben wir da gute Spieler dabei? Schaut nicht gut aus. Max Janssen. Edwin de Vries, Lorenzo de Witt. Wow. Marvin Peters. Den Spieler müssen wir verpflichten. Wow. Mit 16 so ein Potenzial. Den will ich nicht gehen lassen. Den können wir. Können wir den als Goalie auch einsetzen? Das hat ein bisschen komisch ausgeschaut. Ich glaube, dass eher Libero gemeint ist. Und wer ist denn jetzt verletzt? Achso, das ist egal. Das ist absolut egal. Tabu ist da aktuell vorne und Hirländer jagt da hinterher mit Lazaro. Leider ist Lazaro ja verletzt. Ah, schade. Möchte wissen, ob man da irgendwo sehen kann, wie lange die Spieler verletzt sind. Das ist nämlich sehr schade. Lazaro, Marc-André Schmerböck, ah, das gehen wir jetzt ein bisschen ordnen. Lazaro, Verletzungsliste, fit in 6 Wochen, alles klar. Er hat sich um 5 Stärken verbessert, Lovric auch. Hä? Lukas Krivanek spielt aktuell bei der Admira. Jetzt schauen wir mal Walter Binder kurz an. Spezialitäten hat er keine. Habt ihr Talente in eurem Dings gefunden? Schreibt es auf Facebook unter diesem Video dazu. Welche Talente mit Foto und wie weit er sich entwickelt hat. Das wäre interessant. Ja, an dieser Stelle machen wir jetzt einen Cut. Ich sage danke wieder fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde. Ciao, ciao.